Bruts, willkommen zu einem weiteren Part von Yo-Kai Watch 2, knochige Gespenster in der Nuzlocke Challenge. Guten Tag. Wir wollen heute zum Waldberg, besser gesagt zum heiligen Baum am Waldberg, weil wir dort irgendwas machen müssen. Ich schätze mal, das hat irgendwas mit dem Yo-Kai Marten zu tun, aber das ist nur eins Vermutung von mir. Sie wissen Bescheid. Auf geht's. Lass knacken. Knacken wie meine Finger. Hört ihr das? Finger knacken und so, sie wissen schon. Ha! Red uns, Kai, und seine Wortspiele. Ich hasse ihn. Warte kurz, Kylie. Was ist los? Sogar Yo-Kai müssen sich vernünftig ernähren. Hier, sieh dieses Geschenk als speziellen Dienst deines Yo-Kai-Butlers an. 3 Pflaumenreisbälle. Bla bla bla, irgendwas wird erklärt von wegen Essen und Werkzeug. Keine Ahnung, im Laden kannst du mehr kaufen. In der Zause gibt es viele Läden, das ist richtig geil, aber das haben wir auch schon 1000-mal gesehen im Let's Play zu Kräftige Seelen, sie wissen Bescheid. Wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit rumpalabern bezüglich irgendwelchen Erklärungen. Wir wollen gottverdammt nochmal gucken, dass wir hoch zum Waldberg kommen, damit die Action mal losgeht. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Ja, so oder so ähnlich wird sich das der gute Whisper gedacht haben. Ich wollte gerade schon so aus dem Affekt aus, weil ich das ja in kräftige Seelen immer mache, aufs Fahrrad steigen, aber ich habe noch gar kein Fahrrad. Mülltendo. Mülltendo. Was soll ich Ihnen sagen? Speziell mal zum Ganzen. Ich ziehe mal meine Brille aus. Zieh mir mal während dieser wunderschönen Sequenz des Waldbergs die Schibania-Maske an. Damit das Let's Play auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Wiedererkennungswert hat. Natürlich, klar, Ästhetik, ne? Mit Shibanyan schaut sich das Let's Play 1000-mal besser. Und, aus dem Professionalitätsaspekt. Sie wissen Bescheid, auch wenn ich jetzt dadurch gar nichts lesen kann. Oder sehen kann. Hä? Was ist los, Kylie? Ich kann nicht weitergehen, was passiert hier? Ach komm schon, das ist Quatsch, lass uns gehen. Da ist aber echt eine Wand im Weg, hallo. Siehst du, ich kann hier nicht vorbei. Seltsam, muss das Werk eines Yo-Kai sein? Benutze deine Yo-Kai Watch zum Untersuchen. Ich frag mich schon wieder, das hätte man nicht vorher machen können, oder? Weil vorher war das Signal der Yo-Kai Watch gar nicht da. Erst jetzt, nachdem man mit Whisper darüber gesprochen hat. Ah. Auf einmal ist der Yo-Kai da, obwohl er schon jedes... Er musste schon die ganze Zeit da gewesen sein. Das macht voll den Sinn, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Hier. Nicht, dass ich nicht vorbei. Whisper, was für ein Yo-Kai ist das? Oh, das ist, ein lästiger Yo-Kai. Sein Name ist Barricado. Barricado gibt alles, um den Leuten den Weg zu blockieren. Oft steckt er dahinter, wenn jemand etwas sagt wie... Ich will endlich meine Liebe gestehen, doch meine Füße bewegen sich nicht. Das ist furchtbar. Sollen wir versuchen, das auszudiskutieren oder kämpfen und dann reden? Oder vielleicht reden und dann kämpfen? Was, kämpfen? Mir reicht es, wenn wir probieren zu diskutieren. Naja, du hast jetzt Shibanyan und Schwamurai. Das wird schon. Wenn du hier durch willst, wirst du nicht mich besiegen müssen. Ja, 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 ja. Lass mir diese Dialoge, lass mir diese Nettigkeiten. Kämpfen wir direkt mal. Wir wollen ja Action haben, ja? So, ja, ja, Kampfstrategien, ist okay. Jetzt reicht's, Bruders. Shibanyan, Adi. Ich fühle mich mit dieser Maske schon direkt heimisch, so wie wenn ich jetzt gerade streamen würde, ey. Das ist so geil. Oh Gott. Ich habe gerade auf Schwamurai geschaut und dachte mir so, Alter. Der hat gerade eben voll gefressen und ich konnte keine Items benutzen, oder? Was hätte ich denn machen sollen? Alter Falter. Ich denke, Schwamurai könnte ein wichtiges Teammitglied werden, gerade auch zum Durchspielen. Das haben wir nämlich schon mal geschafft mit dem... Hey, du bist gar nicht schlecht. Ich lass dich durch. Ja, du hast es geschafft, Kylie. Lass uns mal nicht so rumdiskutieren. Lass uns direkt mal zum Waldberg gehen oder zum Heiligen Baum. Du heilige Scheiße. Nur ein paar Lavern hier. Oh, dir fehlt 1 Euro. Tja, ich bin wohl 1 arme Sau. Hef ist gar nicht hier. Was soll das denn? Ich brauch da seine Münzen. Hallo. Kriege ich die überhaupt? Nein, weil ich gar kein Yo-Kai Watch 1 mehr hier habe. Ich brauche unbedingt Yo-Kai Watch 1. Dringendst. Wir haben es zum Heiligen Baum geschafft. Okay, also sag mir, warum wir hier sind. Klar, also es gibt einen sehr einfachen Weg, um sich mit Yo-Kai anzufreunden.
Ich rede natürlich von diesem Automaten, dem Yokai-Maten. Den Legenden nach hat ein berühmter Mensch dieses Gerät angefertigt. Darin ist eine große Anzahl von Yokai verschlossen. Wenn du einen Yokai befreist, will dieser bestimmt dein Freund sein. Ha, es ist so einfach. Bist du sicher aber, was wenn ein bizarrer Yokai rauskommt? Was dann? Deine Sorgen sind total unnötig. Nimm diese Auswahlmünze. Auswahlmünze? Oh. Eine Auswahlmünze? Damit kannst du aussuchen, welcher Yokai aus dem Yokai-Maten kommt. Das ist praktisch. Ich sollte es vielleicht mal probieren. Warte kurz, diese Auswahlmünze ist extrem selten. Sie ist einzigartig. Normalerweise ist es Glückssache, ob du den gewünschten Yokai bekommst. Aber mit dieser Münze ist sichergestellt, dass du den bekommst, den du willst. Also dann, bevor du sie nutzt, überleg dir genau, welchen Yokai du willst. Okay, ich hab's verstanden. Jetzt hör auf mich zu nerven. Hallo. Hallo. Gut, das Ding an dieser Auswahlmünze ist, die ist sehr, sehr speziell, weil ich habe das schon mal während eines Streams erklärt. Ich glaube, es war für den legendärer Dandackel. Das ist das Ekelhafte daran. Nämlich diese drei Yokai, die ihr hier aus dem Automaten zieht, ja? All deren Entwicklungen, ja, sind für den legendärer Dandackel von Relevanz. Ich zeige euch das gleich mal sofort. Ich weiß gar nicht, ob man mich hier so ernst nehmen kann, wenn ich diese Maske trage, aber... Boah. Naja, jedenfalls haben wir hier Rebezelbub, Möter und Petzmeralda. Und das Ding ist so, all diese drei Yokai oder all diese drei Yokai sind in der entwickelten Form. Ja, also quasi Stereoma, Name vergessen und, wobei habe ich ja hier stehen. Doppelmann, ja, Stereoma, Doppelmann und Bandido. Das sind drei Yokai, die man quasi für den Yokai Dandackel braucht. Und du hast nur eine Münze. Das heißt, wenn du an Dandackel rankommen willst, musst du diese Yokai halt tauschen. Also, weil du halt nur einmal pro Spiel an Petzmeralda rankommen kannst, an Bandido rankommen kannst oder halt an Rebezelbub, ne? Bei Möter gibt es eine Möglichkeit per Spot Pass, aber ansonsten, diese zwei Yokai hier kannst du nur einmal, oder du kannst nur einen dieser drei Yokai im Spiel bekommen. In Anführungsstrichen zwei durch Möter, aber das kommen wir dann irgendwann, wenn es soweit ist, oder gar nicht, weil das guckt euch das im Stream zu Dandackel an, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Ich nehme Petzmeralda raus, weil Petzmeralda ist eine Healerin und das ist für dieses Team richtig relevant. Auch wenn es vielleicht langweilig ist, aber ich brauche Petzmeralda. Sehr wohl. Jetzt gerade muss ich mir wieder meine VIP-Liste rausholen, damit ich gucken kann, wer denn das Recht hat, benannt zu werden. Von den VIPs, ne? Sag es, sag es! Hast du Glück, mich rauszuholen? Ja. Petzmeralda! Sag es, sag es! Ich habe das Gefühl, ich habe den so ein bisschen wie Shibanyan ausgesprochen, aber okay. Ja, das ist Petzmeralda, eine sehr wichtige Healerin, die auch noch Damage stiehlt. Das ist ziemlich cool. Da würde ich auch mal sagen, benennen wir diesen Yokai nach einer weiblichen VIP-Fräulein, und zwar Zora Girl. Sag es! Sag es! Das passt wie die Faust aufs Auge. Zora Girl! Weil, komm, wir machen das wieder politisch korrekt hier. Nicht schreien, nicht in Caps Lock, sondern halt ein bisschen, ja, gewählter, ja. Zwar mit großem kleinen Buchstaben. Wissen Sie Bescheid, ja? Gut, so, komm. Weiter, weiter. Wir wollen kämpfen. Wir wollen jetzt hier nicht so palavern, wir wollen kämpfen. Kann aber nicht sein, dass ich hier so einen Palaver schiebe, ja? Okay, da haben wir Petzmeralda, eine sehr wichtige Healerin. Hat der Yokai-Mat dein Interesse geweckt? Ja, ich will's auch mal versuchen. Das kannst du, wenn du mehr Münzen findest. Ja, der gute alte Yokai-Mat ist ein echt fantastischer Apparat. Übrigens, hast du gemerkt, dass Yokai von verschiedenen Stämmen kommen? Ja, es gibt 8 verschiedene Stämme, eigentlich 9 mit legendärer, aber das ist jetzt mal völlig egal. Es gibt einen Einheit-Bonus, wenn man mehrere Yokai desselben Stammes im Kampf nebeneinander legt. Das ist voll besonders, ich weiß. Wir brauchen uns das nicht zu erklären, das ist klar. Ich glaube, es ist der einzige Part, in dem ich diese Maske trage. Das ist echt demütigend hier. Vor allem die Nase drückt so richtig zu. Aber ja, man hört es ja auch, denke ich mal, ne? Wie beunruhigend. Etwas scheint diese Person zu beschäftigen.
Kylie, vielleicht sollten wir kurz mal mit dieser Person reden, mit dieser armen Seele. Ja, ja, jemand braucht deine Hilfe. Quests und Quests und Quests. Erledige die Quests. Du Sau, erledige sie. Okay, jetzt beginnen die Schlüsselaufgaben. Die kommen eigentlich nur in der Story vor. Ab dem Postgame gibt es, glaube ich, gar keine Schlüsselaufgaben mehr. Deswegen sind diese Schlüsselaufgaben der Bitte-Quests quasi Quests, die man für, ja, die Story tut, ne? Also du wirst quasi durch diese Schlüsselquests an Ort und Stelle gehalten, damit du nicht durch die Story rushst, sondern du machst diese Aufgaben, um quasi in der Story weiterzukommen. Ob diese Quests was mit der Story zu tun haben oder nicht, das ist vollkommen egal. Aber gut, ja. Ach du meine Güte, das gibt Ärger. Was soll ich bloß tun? Sieh mal, er braucht ganz klar Hilfe. Sei ruhig und mutig und rede mit ihm. Du hast recht. Verzeihung, bist du in Ordnung? Oh, ja, ich hab dich nicht gesehen. Ich hab nur noch eine Zikade gesucht. Eine Zikade? Mein Kind hat großes Interesse an Zikaden. Wirklich großes Interesse. Ich wollte für ihn ein ganz besonderes fangen. Eine ganz besondere Zikade fangen. Für seinen Geburtstag morgen. Ich versuch's schon seine ganze Weile, aber sie sind einfach so flink. Eine Zikade als Geburtstagsgeschenk? Interessante Wahl, würde ich sagen. Jeder, wie er es mag. Wir können diesen Menschen in Not nicht ignorieren. Wir lösen sein Problem im Nu mit deinen ausgezeichneten Käferfähigkeiten. Käferfangfähigkeiten. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ich muss sie ausziehen, das geht nicht. Ich meine, ihr seht auch, wie geknickt die Nase ist, ne? Auf dem Heimweg, und wie rot die Nase ist, und naja. Auf dem Heimweg vom Waldberg ist ein Mann, der eine Zikade sucht. Was? Du meinst also, du kannst eine dieser schnellen, fliegenden Zikaden fangen? Das stimmt, überlass das einfach mir. Alles klar, das ist super, vielen Dank für deine Hilfe. Übrigens, es gibt ja Arten, viele Arten, aber ich brauche eine braune Zikade. Die braune Zikade ist ja immerhin die Königin unter den Zikaden. Es muss aber nicht die seltenste Variante sein. Eigentlich ist es besser, wenn es die normale ist, einfach eine gewöhnliche. Der Typ hat irgendwie voll das wählerische Verhalten und dann wieder nicht und dann wieder doch. Trotzdem, gewöhnliche braune Zikaden sollten die überall in den Bäumen sein. Das sollte einfach werden. Fangen wir an! Doch red uns, Kai, wann fangen die Kämpfe an? Das ist ja voll langweilig hier, was kapi? Bedankt euch beim Spiel für diesen langen Anfang. So, das sollten alles braune Zikaden sein. Zack. Das war eins Reinfall. Nice. Jetzt. Ich hab sogar ganz gut. Puh, das war knapp. Braune Zikade. Habt ihr gewusst, dass Vincicado, ja, also der Yokai Vincicado, aus solchen Zikaden entstanden ist? Das ist interessant, ne? Hey, die glänzende Zikade, die du da hast, ist eine normale braune Zikade. Ist es möglich? Hast du die für mich gefangen? Bereichel! Die Nase juckt, ey, ehrlich. Juhu, du hast mir wirklich geholfen. Mein Sohn wird so glücklich sein. Da bin ich ja froh. Ich bin beeindruckt, wie gut du Zikaden fangen kannst. Die sind so flink. Du musst ein Zikadenfangprofi sein. Eine Zikadenexpertin, wie man so sagt. Jetzt, wo ich eine Zikade habe, brauche ich natürlich auch einen Käfig für sie. Mensch, tausend Dank. Genau morgen steigt die Zikadenparty. Ich habe noch niemanden gesehen, der sich so über eine einzige Zikade freut. Naja, anderen zu helfen ist toll. Jemanden so glücklich zu sehen. Genau. Ach, wo wir gerade davon sprechen. Ein Profi in etwas zu sein. Profis gibt es auf vielen Gebieten in dieser Welt. Und wenn du einer wirst, kannst du Trophäen gewinnen. Trophäen? Was meinst du damit? Ich meine, dass es dafür eine App auf deinem Yokai-Pad gibt. Es mag vielleicht noch nicht von Belang für dich sein, aber eines Tages wirst du vielleicht ein Profi im Kampf oder im Käfer fangen. Und dann wirst du dich freuen, die Trophäen der Bezirte zu haben und die Trophäen und so weiter und so fort. Ich überlege, diese ganzen Konversationen zu skippen. Das bedeutet, dass wir vielen Leuten wie diesem Mann helfen müssen. In Ordnung. Ich überlege, solche Dialoge zu skippen, weil es einfach belanglos ist und wir wollen ja auch kämpfen und so. Ich kann verstehen, dass einige sagen, dass der Anfang ziemlich lame und so ist, aber gibt dem Spiel seine Geduld und seine Zeit besonders, ne? Jedenfalls haben wir ganz gute Level-Ups genossen, ja. Wir nehmen uns einen Bagel. Gönnung HD. Und die Bonus-Szene. Ich bin jetzt gerade extrem, es würde mich extrem abfucken, wenn ich diese Bonus-Szene noch gar nicht in kräftige Seelen hatte. Wart mal kurz.
Ich glaube, Yokai-Magie hat sich dieser Film genannt, oder? Wenn es so ist, dann fehlt mir bei diesen Boo und Jackpot, aber dann kann ich ja an beiden Editionen Bonus den handeln. Das ist cool. Na gut, komm, weiter geht's. Wir wollen weiterspielen, ne? Wir wollen nicht so Palaver machen. Also, let's go. Nächste Schlüsselaufgabe. Die sollte irgendwo hier sein, glaube ich. Wir sollen ja wohl Schlüsselaufgaben suchen. Ja. So, die nächste ist hier unten. So. Da würde ich eigentlich sagen, wir skippen, aber ich kann die jetzt gerade nicht skippen, diesen Dialog. Nein, das war drin, total drin. Welcher Teil davon war draußen? Was ist los, Ellen? Du wirkst echt aufgebracht. Oh, hey, Kylie, willst du was Verkorkstes hören? Also, wir haben Fußball gespielt, ja? Und ich habe geschossen, ja? Es war ein absolut perfekter Schuss, ja? Und Mats meinte so, keine Chance. Er meinte, der Ball war nicht drin. Aber das Tor war total drin. Nee, José, das war kein Tor. Warte, warum redet er so? Auf jeden Fall, Kylie, glaube ich, dass jemand hier Hilfe braucht. Sieht nach einer weiteren Möglichkeit für eine gute Tat. Sieht nach einer wahren Möglichkeit für eine gute Tat aus, Kylie. Ja, Mats benimmt sich total komisch. Wir müssen etwas machen. Wir nehmen an. Ja, das ist die richtige Einstellung. Zuerst müssen wir die Ursache feststellen. Mats benehmen könnte nur an der Sommerhitze liegen, oder? Nein. Was war das, Kylie? Was? Nein, ich hab nichts gesagt. Jemand hat einen Satz für mich beendet. Hab nicht. Nein, José. Was regst du dich so auf? Fängst du jetzt auch an, dich seltsam zu benehmen? Nein, es ist alles okay. Sieht aus, als wären wir die Einzigen, die die Stimme hören können. Was heißt, dass die Arbeit eines Yokai auf trockenem Start ist? Es ist kein Yokai. Definitiv ein Yokai. Ja, und er muss in der Nähe sein, wenn wir ihn sprechen hören können. Untersuche die Gegend mit der Yokai Watch. Okay. Okay, der wird irgendwo hier sein. Das heißt, es gibt wahrscheinlich wieder eins Kampf bei den Boots. Eins nice Kampf. Obwohl ich diesen Yokai gerade absolut nicht sehen kann. Oder steht er genau da, wo wir jetzt gerade die Linse auf Anschlag hatten? Ja, er stand genau neben uns. Wow. Hab euch gefunden. Ihr seid der Grund, warum Mats sich so komisch verhält. Nein, er verhält sich nicht komisch. Red keinen Rotz. Er verhält sich definitiv komisch. Beseelt ihr, Mats? Ihr redet genau, wie er gerade geredet hat. Nein, wir beseelen niemanden. Nee, José. Warum macht ihr das immer? Gebt's doch einfach zu. Und jetzt hast du die wahrscheinlich stursten aller Yokai gesehen. Nein, sie haben ihr ganzes Leben lang nichts freiwillig zugegeben. Der Name passt auf jeden Fall zu ihnen. Und der ignoriert einfach den ekligen Rotz, der ihm aus der Nase hängt. Oh, Ratten, dann gib dich mal zu, dass ihm die Nase läuft. Was auch immer, wir müssen schaffen, dass sie aufhören, Mats zu beseelen. Stimmt, wir müssen einen Weg finden, um darüber zu reden. Red kein Rotz. Nein, wir werden nicht zustimmen, ohne zu kämpfen. Nee, José. Nächster Kampf, Bruts. Hoffen wir mal, dass er machbar ist. Oh, zwei Sandal dazu. Die beste Kampfmethode ist, irgendeinen Yokai anzupinnen und so. Ist okay. So. Da würde ich sagen, wir haben schon direkt negativ beseelt und ich wollte gerade schon die Modell 0 Watch raus, aber die gibt's ja noch gar nicht. Ah. Gut, die heilen sich. Aber Petzmeralda kann das übrigens auch heilen, deswegen ist das schon ganz gut. Ich würde sagen, wir machen einmal die Tatzen des Zorns. Dann sollten sie weg sein. Die kleinen Schweine. Super. Ich könnte mir auch zur Aufgabe nehmen, dass die ersten Kämpfe ohne Ultisil geschafft werden müssen, so als extra Challenge und so, aber mein Gott, hängen wir jetzt 10 Minuten im Kampf und es passiert nichts. Wir haben noch nie in einem Kampf verloren. Eure Verlockungen werden mühsam. Aber sie sind großartig zusammen, sie atmen sogar synchron. Nein, sind nicht gewöhnt gelobt zu werden, sind nicht vorbereitet, nee, José. Wo kommt all der Rotz her? Der war vorher nicht da. Nein, red kein Rotz. Interessant, sie fangen an, Dinge zuzugeben. Großartig. Nein, wollen wir uns anfreunden? Es wird mir viel mehr Spaß machen, als Mats zu beseelen. Freunde, das haben wir doch nie gehört. Unsere Freundin Kylie. Wunderbar, haben wir euch überzeugt, Freunde zu sein? Nein. Warte, wirklich? Du bist doch nicht ganz auf unserer Seite. Nee, José. Aber wir werden niemanden mehr beseelen. Nee, José. Oh, Mann.
Gut, vielleicht wird Mats jetzt zugeben, dass das Tor echt war. Lass uns mal nachschauen. Muss ja. Stell die Lifepods an der Verbündeten wieder her, indem du Items benutzt und ja. Hey Mats, lass mich nochmal fragen. War das Tor vorhin ein Tor? Ja, war es. Es war eins. Endlich! Das war ein super Schuss. Natürlich war das ein Tor. Ich hab's nicht richtig gesehen. Ihr hattet recht. Ich diskutiere nicht mehr. Ich bin fair gewesen. Ja, toll. Ich habe das Nicht-Tor nicht mit Absicht nicht gesehen. Keule, wir haben es geschafft. Wir haben das Problem gelöst. Aber redet immer noch ein wenig komisch. Ist nichts darüber. Nein, wir beseelen ihn nicht mehr. Hallo. Red kein Rotz hier. Sau. Nächste Nebenquest geschafft. Ich würde sagen, die nächste Nebenquest rotzen wir ja auch noch durch, damit die auch weg ist, damit wir im nächsten Part dann so richtig loslegen können. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier diesen ganzen Schlüsselaufgaben-Palaver machen, der uns hier nicht mal an unsere Grenzen stoßen lässt, ja? So, wir kriegen zwei Embleme. Ich würde sagen, wir nutzen das schwarze Emblem, weil wir dort ein Geist-Minus haben und kein Stärke-Minus. Die Bühne gehört mir! Nein, Tristine. Ich bin mir echt sicher, dass diese Art von Bonus-Szenen, Yokai-Magie oder so heißt. Und mir fehlten vier kräftige Seelen, Boo und Jackpot. Natürlich kriege ich die beiden genau hier hintereinander. Es ist zum Heulen. Gucken wir kurz mal auf die Karte, wo wir die nächsten Schlüsselaufgaben finden. Oder die nächste Schlüsselaufgabe. Das war Kundenattraktion. Ah, da war ja was. Die Quest dauerte etwas länger. Ja. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, ich kann ja an die Stange klettern. Oder auf die Stange klettern. Für Schleifer und so. Sie wissen Bescheid, ne? Schleifer will ich ja auch nochmal irgendwie besorgen. Fürs Durchspielen ein sehr relevanter Yokai. Gerade weil er Rang C ist. Und weil er verdammt gut Werte pushen kann und weil er auch sehr stark ist. Deswegen will ich mich für irgendwann mal für Schleifer begeistern. So, hier ist immer der Markt und hier ist der Typ und der kriegt anscheinend keine Kunden rein, ja? So, wo drückt der Schuh, Boots? Oh, hallo, willkommen. Bist du ein Kunde? Du bist ein Kunde, richtig? Bitte sei einer. Was, Tut mir leid, das ist schon nur eine Weile her. Stimmt was nicht? Ich habe sonst nie irgendwelchen Kunden in diesem Laden gesehen. Meine Brüder und ich betreiben diese Kette. Ich habe immer die schlechtesten Verkaufszahlen. Ich bin sicher, der Laden befindet sich in günstiger Lage. Kali hat hier wirklich ziemliche Schwierigkeiten. Es muss eine Lösung dafür geben. Wir werden ihm helfen, nicht wahr? Yes, werden wir. Natürlich tun wir das. Aha, Bruders. Ja, aber wie sollen wir das nur machen? Naja, wir können einfach etwas von ihm kaufen, aber das behandelt nur das Symptom, nicht die Ursache selbst. Wir müssten unsere Stärke nutzen, um diesem Laden zu helfen. Was aber? Ich bin doch nur ein Kind. Was redest du denn da? Du hast Yokai-Freunde, die du um Hilfe bitten kannst, oder etwa nicht? Du bist für alles bereit, einfach alles. Bist du dir da sicher? Ja, komm, los. Lass knacken. Ich kaufe jetzt nichts. Oh, da ist er ganz enttäuscht, dass wir nichts gekauft haben, ne? Portalex, du Sau, dich kriege ich noch. Was heißt keine Kunden im Laden? Er hat zwei Kunden im Laden, also beschwer dich mal nicht. Oh, ich spüre was an hier starken Yokai. Glaubst du, ein Yokai ist daran schuld, dass keine Kunden kommen? Wirklich, wenn dem so ist, dann gibt es nur eins, was wir tun können. Lass uns die Gegend um den Supermarkt mit der Yokai Watch absuchen. Ja, es ist schon folgendermaßen. Und zwar ist hier ein Rate. Ich spoiler sie jetzt, aber das ist doch sowieso klar. Das Rateschild ist für. Wie hieß er nochmal? Opa Gusto. Ja, genau, Opa Gusto. Der Reis-Yokai, sie kennen das, ja. Geben wir ganz schnell das Rateschild ein oder wir geben ganz schnell den Namen ins Rateschild ein. Das ist quasi eine Art Quiz, nochmal zur kurzen Erklärung. Das ist ein kurzes Quiz, wo ihr quasi einen Yokai erraten müsst anhand der kurzen Definition. Naja, und trägt traditionelle Kleidung, herziger Stamm und macht besitzte Leute hungrig. Opa Gusto. Das ist ja klar, meine lieben Fräuleins. Da muss man ja nicht mehr auf die Groß- und Kleinschreibung achten. So, diesen Yokai brauchen wir. Boah, du hattest recht, ein seltsamer Kreis ist gerade erschienen. Ja, ist okay, Opa Gusto. In der Nähe von Supermärkten, aber er ist nicht hier. Gut, wir müssen zur Küche.
Verzeiht mir, dass ich das Ganze skippe, aber das ist verdammt langweilig, weil das hatten wir alles schon mal gehabt und das ist alles zu selbsterklärend, dass es unnötig ist. Und naja, gut. Gehen wir in mein Haus, nicht in Katies Haus. Gehen wir in mein Haus, nicht in Nathans Haus. Ich wollte gerade standardmäßig in Nathans Haus flitzen. Wäre peinlich gewesen, meine Damen und Herren. Ist da tatsächlich ein Opagusto in deiner Küche? Ich mach nur Spaß, das wäre einfach viel zu random. Was macht Mama da? Oh, ich habe solchen Hunger, ich brauche was Süßes. Ich bin sicher, dass hier noch ein Schokoriegel war. Ich habe ihn für Kylie gekauft, aber vielleicht esse ich ihn. Ah, Mama, ist das nicht was ein bisschen seltsam? Du bist nicht Jibanyan und versuchst trotzdem meine Schokoriegel zu essen. Wurde sie vielleicht von einem Yokai beseelt? Ja, das könnte der Fall sein. Da hängt er ja schon. Opa Gusto, das kleine, miese Schwein, ja? Gusto hat er, würde da sein. Hab ihn gefunden, aber das ist doch... Opa Gusto! Opa Gusto, er war wirklich hier. Ich meine, wow, das ist ja praktisch. Einfach perfekt. Du solltest dich mit diesem Yokai anfreunden. Nachdem du das getan hast, können wir ihn zum Yokai-Hotspot bringen. Ergibt Sinn. Entschuldigen Sie daher, aber haben Sie vielleicht einen Moment Zeit? Du kannst mich sehen, junge Dame, dann habe ich eine Frage. Es scheint, als wäre Essen dort in dem Kühlschrank. Nur, wie macht man ihn auf? Kühlschränke sind kompliziert heutzutage. Ich kann Ihnen nicht einfach Essen aus dem Kühlschrank geben. Irgendwas müssen wir aber tun. Opa Gustos Lieblingsessen sind Reisbälle. Gib ihm doch welche. Reisbälle, sagst du? Mal schauen, ob ich welche dabei habe. Falls nicht, sollten wir einen in einem Laden kaufen gehen. Das würde den Mann im Laden sicher sehr freuen. Dann mal los, lass uns einkaufen gehen. Die günstigsten Reisbällchen reichen. Das sind Pflaumenreisbälle. Ist das nicht ein bisschen geizig? Wir haben ja auch von Whisper welche bekommen, deswegen können wir die direkt reinballern. An Opa Gusto und so. Oh, so hungrig. Ich frage mich, was es hier zu essen gibt. Nein, nein, weg vom Kühlschrank. Du kannst nichts davon haben. Du hast einen Pflaumenreisball, oder? Super, gib ihn noch ab. Das ist ein Pflaumenreisball, junge Dame. Würdest du so gut sein und mir diesen Reisball geben? Ja, natürlich. Oh, vielen, vielen Dank. Damit hat mein großer Hunger endlich ein Ende. Schön. Zum Dank darfst du meine Kräfte nutzen, das ist das Mindeste. Opa Gusto. Und der nächste Healer. Und der nächste Healer im Team, nice. Da würde ich sagen, gibt es den nächsten Abonnenten. Und das ist, weil er schon so rötlich ist, der gute Opa Gusto, würde ich sagen, nennen wir ihn noch Red Lord. Was auch wieder vom Namen her perfekt passen würde. Bitteschön. Ah, fühlt es gut an, endlich mal Vips zu benennen. Die wichtigsten Leute zu benennen. Die, was heißt wichtigste, aber die, die mich halt auf YouTube supporten. Mehr supporten, als es andere tun und auf anderem Wege supporten. Ich will jetzt keinen schlecht machen und runter machen, weil er mich nicht VIPt oder weil er mich nicht so supportet, wie es ein VIP tut. Aber ihr wisst, was ich meine. Man muss einfach den Leuten, die mir etwas geben, auch zurückgeben. Und das ist halt hier. Ne? Wissen Sie Bescheid. Ach, in Wahrheit gibt's andere Wege, um Freunde zu gewinnen. Ja, ja, Yokai-Freunde, die kann man bekommen. Dreh das Yokai-Rad, um deine kämpfenden Yokai zu ändern und so weiter und so fort. Mein Reisball war nicht genug, ich hab Hunger. Hallo. Ah. Kylie, kannst du dich in Zukunft um ihn kümmern? Nein. So, auf zum Supermarkt und dann werden wir direkt den Ortsort aktivieren. Ich sollte dieses Spiel vielleicht mal speedrunnen, ey. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, ne? Jedenfalls, ich will jetzt keinen irgendwie schlechter darstellen, weil er mich nicht vippt oder so. Wie gesagt, ne? Ein Abonnent ist ein Abonnent. Aber in Zeiten, wo ich nicht mehr jeden Abonnenten benennen kann, muss ich halt die benennen, die mir halt Support da lassen und so weiter und so fort. Ne? Und diese Leute, die mich vippen zum Beispiel oder die looten, die geben mir zum Beispiel mehr Support als einfach nur Leute, die mich stillschauen oder die halt nicht diesen Support da lassen können. Es reicht ja schon, wenn man einen Daumen hoch da lässt und wenn man kommentiert und wenn man Werbung von mir schaut, wenn man meine Werbung unter den Videos schaut, wenn man sie zu Ende schaut, ist das ein krasser Support und so. Aber, ja, das dazu. Kleine Worte zu diesem ganzen Abonnententhema. Also bevorzugt werden hier VIPs und Looter benannt. Na? Ich setz mich lieber mal durch und ruh mich ein wenig aus.
Oh, bin irgendwie hungrig. Ja, kurzes Snack. Geil. Skippen wir das bitte mal. Unwichtig. Wollen ja kämpfen, ne? Sieh dir all die Leute an, die an der Kasse Schlange stehen. Es waren noch nicht so viele Kunden im Laden. In Ordnung. Um mich für eure Treue erkenntlich zu zeigen, ist alles im Laden mit sofortiger Wirkung im Preis reduziert. Ja, geil. Woo! Na, dann nehme ich mir einen Nachtisch. Für Süßes immer Platz, ja. Süßes. Schokoriegel. Kylie, das ist die Abmachung im gegenseitigen Einvernehmen. Eine Abmachung im gegenseitigen Einvernehmen? Was? Wie? Oh, du weißt schon, eine Abmachung, von der alle profitieren. Wie auch immer, da wir schon hier sind, warum kaufen wir nicht auch etwas? Ja, Schokoriegel, Brudisi. Schiebein dann gegen Schokoriegel kaufen. Im Immerdermarkt in Neudorf sind alle Artikel reduziert. Na gut, beenden wir die Quest. Hey du bist zurück, hört dir das an. Wir haben plötzlich Kundschaft, das Geschäft pumpt. Du hast nicht zufällig, du hast dich nicht zufällig hier verwiesen, oder? Was? Ahaha, Bruders. Oh, ich mach nur Spaß, aber wir sind nicht hier, um zu plaudern. Du kannst etwas kaufen, wenn du möchtest. Ich gebe dir auch Rabatt. Mann, ich bin so beschäftigt, ich muss eine Ladenhilfe einstellen. Ja, Opa Gusto hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Er ist nicht nur ein alter Mann, der Leuten Hunger macht, er ist mächtig. Die Probleme des Supermarktes sind auf jeden Fall gelöst. Ich kann heute kein Deutsch. Genau, auf jeden Fall ist dieser Laden etwas Gutes widerfahren. Ist diesem Laden etwas Gutes widerfahren. Und obendrauf haben wir auch noch einen Rabatt bekommen. Super. Ah, die Macht eines Joker-Hotspots. Ab jetzt sollten wir zusätzlich auch nach Rateschildern Ausschau halten. Ich frage mich nur, wer überhaupt diese Rateschilder aufgestellt hat. Oh, naja, das war eine Schutzgeisterstadt. Die existieren definitiv. Du hast keine Ahnung, oder? Okay, gut, meine lieben Bruts, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Das wäre es für diesen Part. Beim nächsten Mal werden wir hoffentlich ein bisschen mehr kämpfen oder wir gucken mal, was so ansteht. Ich will mich jetzt hier nicht dazu triezen, zu kämpfen oder so, aber ihr wisst ja, wir wollen ja ein bisschen diese Challenge am Leben halten. Und so, ne? Sie wissen Bescheid. Das wär's. Jetzt kommt die Bonusszene, meine lieben Bruts. Haut rein. Ciao. Jo! Schokoriegel!